Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gibt's einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt! Kampfmesser. Wir haben drei Kampfmesser. Ich würde trotzdem nochmal Heilung probieren, ne? Ich denke mal, ein Kampfmesser können wir opfern. Ja, oben, wir haben noch, Granaten, zwei Stück. Warum sagt mir das keiner? Weil das ist schon noch besser. Sechs sind besser als drei. Hätten wir noch halt ein paar mehr. Blendgranaten hätte ich noch lieber gern. Noch lieber als die anderen. So, jetzt sind hier ein paar Ivys, aber ich glaube, die können wir ignorieren. Wenn wir da durchrennen, dürfte nichts passieren. Wir haben ein Messer. Bei Claire kommt man einfach so durch. Der war jetzt schon hier in dem Punkt. Hallo Mystix. Was machst du denn hier? Soll das ein verdammter Witz sein? Der macht keine Witze. Kannst du mir glauben, Leon? Der macht keine Witze. Der Zombie da, der kann zwar gerne aufstehen, aber nicht so viel Glück. Der ist einfach verdammt schnell, der Typ. T1, du. Gibt's von dir noch mehr? Dann T2 und T3? Also, normalerweise müsste es ja geben, weil wenn einer T1 heißt, müsste es ja eigentlich auch heißen, dass es einen T2 gibt. Aber man weiß ja nicht so weit. Ich muss weiter. Soweit ich die Akten von Anfang des Devil kenne, wird nur der erwähnt. So, das müssen wir mitnehmen. Wir brauchen also zwei freie Plätze und genau zwei freie Plätze haben wir auch. So, und hier findet unser Bosskampf statt. Gegen den Tyrant T1. Allerdings nicht in der normalen Form, weil das wäre viel zu einfach. Was zur Hölle? Denn der wird uns gleich in der Superform gehen, also ein Super Tyrant. Kampf mit Granaten führen und versuchen, dass er uns nicht trifft. Schießen werden sie jetzt gar nicht so wirklich. Okay, komm schon. Gut. 7 Minuten bis zur Detonation. Nichts passiert. Das hat mich jetzt getroffen, oder was? So, die Felsen müssen weg. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass ich die Felsen so aus dem Weg räumt, aber... Der trifft halt einfach doch noch zu gut.
markieren, dass er die jetzt ausrüstet. Okay, darauf habe ich gewartet. Was kommt denn da geflogen? Das ist ein M-Rocket Launcher. Jetzt sind wir quitt. Also, du hast doch nicht überlebt, also. Wo kommt das Ding denn her? Abschiedsgeschenk. Gut, wir brauchen nur eine, das ist super. Müsst bedenken, ich habe keinen einzigen Schuss abgefeuert für Mr. X. Nur die Granaten waren's. Sie haben die unterste Ebene erreicht. Und wir sind auf, ja. Ihr könnt natürlich jetzt den Raketenwerfer nehmen, aber... Aber wir brauchen den jetzt noch. Am besten ist, wenn ihr natürlich die drei Granaten jetzt noch habt, die drei Raketen noch habt. Deswegen solltet ihr auch bei Mr. X nur eine. Nichts wie aus hier. Nur eine verwenden, wenn es geht. Kann sein, dass ihr auch mit der Rand auf Standard 2 braucht. Aber wenn es geht, solltet ihr drei haben. Noch ist es nicht vorbei, so wie ihr gesagt. Unglaublich, aber ich vermisse sie. Leon? Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Wer ist das? Das ist Sherry. Okay. Scheiße! Was war das? Keine Ahnung. Ich gehe. Du kümmerst dich um Sherry. Ja, nachgucken, ne? Hätten wir noch mal was machen können, aber sind eigentlich Messer. Okay, wofür immer. Ja. G5 kommt jetzt. Und ihr könnt jetzt eigentlich mal echt lange warten, weil er wird eigentlich gesagt jetzt ein paar Minuten brauchen, bis er hier vorne ist. Und ihr müsst auf ihn ab jetzt noch nicht schießen, weil es bringt nichts. Sterben? Erst auf ihn schießen, kannst du haben. Wenn er sein Auge zeigt in seinem Maul da, wo ich jetzt gerade drauf ziehe. Ab jetzt macht es noch keinen Sinn, auf ihn zu schießen. Komm, nur sein Auge kann Schaden nehmen und das hat er noch nicht entlöst, also ihr müsst nichts machen, bis er halt sein Auge zeigt. Scheiße! Jetzt. 1, 2, 3. Viel Spaß bei der Cutscene. Komm, ich stehe. Leon! Dieser Waggon muss weg! Scheiß Kerl!
Leon, gib mir die Hand! Also, seid ihr zwei, zusammen? Nein. Wir kennen uns erst seit letzter Nacht. Ja. Es wäre aber ein krasses erstes Date gewesen. Ja, allerdings. Schaut! Meint ihr, der könnte uns mitnehmen? Wenn's nicht nur die Stadt ist? Schaff Sherry hier weg. Komm. Der war ja freundlich. Also, ist es vorbei? Ich weiß nicht. Aber falls nicht, dann stoppen wir es. Was es auch kostet. Da kannst du Gift drauf nehmen. Solange wir zusammenhalten, packen wir das. Komm schon. Hey, ihr könnt mich adoptieren. Adoptieren. Ah, ja. Wir holen uns einen Welpen. Einen Welpen? Und einen Papagei. Papagei? Papagei. Toll. Ich wollte immer Tiere, aber Mom sagte, das macht nur Dreck. Ja. Ja. Und als nächstes an diesem langweiligen Mittwoch kommt ein Song, der euch richtig einheizt. Ja. Schlecht ist der Song nicht. Also, das ist dann das richtige Ende, wie es betitelt wird in den Trophäen. Das Ende des Originals macht hier einen Abstecher und sagt, glaube ich, klar, dass es nicht vorbei ist, denn sie muss ja noch ihren Bruder finden. Deswegen sie eigentlich nach Raccoon City gekommen ist. Und eigentlich geht Claire dann getrennte Wege von dir und Sherry. Also nicht, dass sie jetzt hier alle drei zusammen weggehen, sondern dann geht der alleine los. Wie auch immer, und dir und Sherry werden von US-Agenten gerettet. Sagt es zumindest die Episode aus Dark Side Chronicles. Und das ist ja auch teilweise kompatibel mit dem Originalteil. Hier ist es allerdings scheint ein bisschen anders. Ja. Meine Frage wäre jetzt eben noch, wollt ihr nochmal Leon A und Claire B sehen, weil ihr seht ja die Parallelen von A und B Teil und dass die eigentlich sich dann am bestimmten Punkt überschneiden, wo es eigentlich haargenau dasselbe ist. Und das, was nicht dasselbe ist, würde halt bei A, also was ihr mit Claire gesehen habt, was da so passiert, das ist alles das A-Teil. Und das müsste Leon halt auch machen. Sie hat, das ist Leon richtet halt das Rotgewehr und Claire den Granatwerfer. Und Claire das Elektroschockgerät und Leon den Flammenwerfer, aber sonst ist das alles ziemlich gleich. Also ich würde auch im B-Teil von Claire dann dieses Gerät da an der Brücke finden und also ich persönlich würde es jetzt nicht nochmal sehen wollen, weil es ist eigentlich dasselbe nochmal. Ich würde sagen, dass einmal reicht. Einmal A und einmal B würde reichen. Wäre jetzt meine Meinung dazu. Aber ihr könnt es ja natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mich nochmal durch die Hölle jagen wollt, durch A und B, wenn Leon A und Claire B, aber wie gesagt,
rein vom Visuellen her gesehen bräuchten wir es jetzt nicht. Wir haben eigentlich alles gesehen, was es in der Kampagne zu sehen gibt. Was jetzt natürlich noch kommen wird, ist Hanks Geschichte, also der fette Überlebende. Der muss ja auch noch irgendwie da raus aus Raccoon City. Und hat da eine Geschichte zusammengeschlossen müssen kommen. Die dauert so um die, wenn man geübt ist, 8 Minuten, 9 Minuten, ja. Wenn man ungeübt ist, kann da schon mal so bis eine Viertelstunde dauern, bis man da durch ist. Ja. Ist aber auch schön. Und dann natürlich noch die Geistüberlebenden. The Ghost Survivors. Die hatte ich euch ja teilweise schon mal gezeigt. Also die Tochter des Bürgermeisters. Dann der Robert Kendo. Die mit der Sachen da ist, logischerweise, den wir nur im Neon-Teil treffen. Und dann eine aus Hanks Team. Und dann, wenn man, glaube ich, die alle einmal bestanden hat, kommt noch eine vierte dazu. Da spielt man den Sheriff, der in der Tankstelle dann gleich von dem Zombie, beim ersten Zombie dann abgebissen wird oder getötet wird. Und deswegen heißt es auch ganz auch Ghost Survivor, weil diese Charaktere alle eigentlich im Original tot sind. Also sowohl die Tochter des Bürgermeisters ist eigentlich tot. Der Robert Kendo stirbt ja auch eigentlich. Und auch Hanks Team ist ja auch komplett ausgelöscht worden. Und der Sheriff ist ja auch tot. Also deswegen heißt es den Ghost Survivors. Also wir spielen quasi tote Charaktere da so ein bisschen. Oder Geistcharaktere, wie man das auch nennen will. Vice President Sales, Debbie Motor. Amy Oliver, Production Service Coordinator. Capcom Asia, Capcom Entertainment Germany, Capcom, Entertainment Korea, Kim Ying Wok, Erfinder des Woks, oder so. Freiburg, ja, und wie sie alle heißen hier. Just Cause, Rogue Mocap, Rogue Sound, Digital Frontier, Power Arts. Kann ich nicht lesen, das auch nicht. Connect Techno, OM Factory, Inspawn, Spin Softler, ja, und wie sie alle heißen hier. Testronic, Prologue, T609, die Simply Gun Studios. Ja, die sind wieder mit drin verbrochen, die Simply Gun Studios. Die waren ja schon bei Revelations 2. Schon beteiligt, ich glaube bei 7 waren sie auch beteiligt. Capcom. Und ihr seht, S plus. Okay, das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Okay, es kann sein, dass es auch Veteran anders ist. Aber S Plus ist schon mal nicht schlecht. Das ist der höchste Rang, den man bekommen kann. In S Plus auf Veteran bekommt man, wenn man das Spiel in 2 Stunden 30 schafft.
mit drei Speicherzählern. Jetzt habe ich natürlich 234. Ja. Ist komisch. Also jetzt S plus habe ich, das ist natürlich assistierend. Da kann das natürlich anders sein. Hätte ich irgendwo Zeit sparen können? Ist die Frage. Die Frage ist, braucht man die Magnum wirklich? Auf im zweiten Durchgang würde ich sie gleich mit, also da könnte man sie ruhig mitnehmen, weil ich glaube, so schlimm ist das denn da nicht. Da man ja nicht extra Wege gehen muss. Zumindest nicht viele extra Wege. Im ersten Durchgang sollte man sie vielleicht weglassen, wenn man es auf Hardcore macht. Generell sagen viele Leute, dass man vielleicht auf, wenn man es auf Hardcore spielt, dann nicht die zweiten teilnimmt, sondern in den ersten Teil dann. Weil man da halt, man hat halt dann auf Hardcore für den zweiten Teil 2 Stunden 30, für den ersten Teil 2 Stunden 30, für den zweiten Teil nur 2 Stunden, also da lehnt ihr einfach mal 30 Minuten weniger fest. Ich meine, ihr habt ja gesehen, das Modulargerät mussten wir, hatten wir da schon genommen, das ist natürlich auch Zeit weg, wenn man da noch vorbeigehen muss. Das hat halt auch vieles vereinfacht. Und die letzte Tasche hätte ich nicht holen müssen, war aber in dem Fall nicht schlecht, weil ich hatte ja dann gerade noch 2 Plätze frei am Ende. Insofern also hat sich das bezahlt gemacht. Und hätte ich jetzt, wäre nach den 3 Raketen nicht Schluss gewesen, wäre nächste Detektiv natürlich die Magnum gewesen. Deswegen habe ich es halt mitgenommen. Das war eigentlich fast der einzige Grund, warum ich die überhaupt mitgenommen habe, weil ich Angst hatte, dass ich gegen den Birkin 5, also G5, dann nicht wirklich noch nicht die Chance hatte. Außer den Raketenwerfer, also wenn er nicht gereicht hätte. Okay. Aber vielleicht geht ja auch dann die Schrotflinte noch. Ja, aber diesmal hat, wie gesagt, die 3 Raketen haben halt gereicht. Auch Veteran könnte das gut möglich sein, dass dann der Mystics dann doch dann wieder erwartend 2 Raketen braucht, bis er den Löffel abgibt. Und wir dann zu einer Sekundärwaffe greifen müssen. Ich bin gar nicht sicher, was, ob der Flammenwerfer noch irgendwas gebracht hätte gegen Birkin. Ich glaube aber, dass er die wenig da bringt. Mit Claire ist das Ganze ein bisschen einfacher, weil da benutzt man einfach ihre Bonuswaffe, nämlich die Minigun. Vorausgesetzt, man hat natürlich nicht die ganze Minigun-Munition bei G4 ausgegeben. Also da würde ich auch euch von abraten, verbraucht so wenig wie möglich. Ich glaube, ihr braucht minimal 200 Schuss noch in der Minigun, um das mit G5 aufzunehmen. Und wenn ihr, also, aber sonst ist ja die gleiche Vorgehensweise. Wenn er das Auge offen hat, dann holst ihr mit dem Minigun rein und dann sollte er auch relativ schnell down gehen. Und sonst halt nimmt vielleicht noch irgendwie, wenn ihr die MP habt, die MP noch mit oder halt den Granatwerfer, die Pistole, welche ihr immer habt. Wie gesagt, wenn ihr den Beta spielt, habt ihr sicherlich den Colt, und wenn ihr den Beta nicht spielt, dann habt ihr entweder die SLS, vielleicht noch ein paar Minuten für SLS, oder eben die JHB. Uns wieder zum Startbildschirm bringt. Der Kampagnenmeister. Ja. Also dann sind es noch diese Zusatzmodi, die noch kommen. The Fourth Survivor. Mit Hank. No Time to Mourn. Mit Robert Kendo. Runaway mit der Tochter des Bürgermeisters. Und Forgotten Soldier mit Hanks Teamkameraden. Und ja, dann die dritte, die
dritte Ghost Survivor Mission, die wir noch nicht freigeschaltet haben, weil wir noch keine andere Ghost Survivor Mission gemacht haben. Dann mit dem Sheriff. Die drei Missionen habe ich ja schon mal angerissen, haben so kleine Zusatzmultiplikatoren, also so kleinen Zusatz. Die so ein bisschen schwerer machen sollen. Ich habe es glaube ich schon mal angerissen, aber ich sage es ja nochmal. Runaway sind das weiße, ja weißhäutige. Ist okay. Das sind so weiß, ja, weiße Hautzombies, die so ein bisschen verschrumpelte Haut haben, die man irgendwie nicht ganz so toll killen kann. Aber es geht auch so. Bei No Time to Mourn gibt's Zombies mit so lila Augen, die dann, wenn man sie tötet, so Gas versprühen, was einen dann vergiften kann. Ist auch nicht schön. Bei Forgotten Soldier dann sind es ja Zombies, die quasi Rüstung noch tragen können. Da kann man halt nicht mal einfach mal in den Kopf schießen, wenn die dann einen Helm aufhaben oder gegen das Bein, wenn die dann Knieschoner anhaben. Oder eben auch auf die einen Körper, wenn sie halt eine Körperrüstung tragen. Das muss man halt dann immer abwägen, was man da macht. Aber sonst ist es auch kein großes Problem. So, ja. Wir sehen uns dann bei The Fourth Survivor wieder. Die Story wäre ja so weit abgeschlossen. Wir haben hier Claire gespielt. Und hier haben wir Leon gespielt. Ja. Wie gesagt, ich hab, wie gesagt, auch schon beides gemacht. Seht ihr, ein, dass ich hier Claire wählen kann, heißt, dass ich auch hier mit Leon schon gespielt habe. Ja, in dem Teil, würde ich sagen, war es das für mich erstmal. Und wir sehen uns bei The Fourth Survivor. Mit Hank. Meiner Gamer, Guys and Girls, ich war's zu Mikro und Gamer Solution. Bleibt am Leben, damit wir noch dieses Spiel erfolgreich durchziehen könnt. Bis dann.